Ja, also nochmal da, wo ich jetzt gerade stand und nur die Tür halt von der Seite ist öffnen oder was? Ja. Weil hier ist noch mehr, wir haben eine Challenge noch gar nicht gemacht. Lass nochmal in das Gebäude reingehen. Da ist ja nichts. Dass wir von oben die Tür wegmachen. Hä? Was hast du vor? Ja, irgendwie müssen wir ins Gebäude kommen. Wenn wir oben nicht reinkommen, wie sollen wir uns da Zutritt verschaffen? Sollen wir einfach die Teile wegmachen oder was? Nee. Okay. Ich bin irgendwie der Meinung, dass man dann durch das Flugzeug noch irgendwie da reinkommt, weißt du? Okay, dann warte ich hier. Sag, wenn du es geschafft hast. Wir genießen so lange einfach den Sonnenauf- oder nee, Untergang. Was, nach der TNT-Ladung stand nichts mehr, oder was? Da steht nur, setze die TNT-Abwurfkanone in Gang in den Raum, der durch die Explosion freigesetzt wurde. Ja. Und als nächstes kommt das mit den vier Wasserbecken auf dem Tempel. Sprich, TNT-Abwurfkanone. Ja. Ich hab den Weg gefunden, Vince. In dem Wasserbecken geht's nach unten. Oh. Ich hab hier einen Weg gefunden. Ja, und irgendwo haben wir aber trotzdem noch, zwei Schalter vergessen. Vielleicht passiert den, dass der aus dem Wasserbecken ist, nicht auf die Schalter. Toll, hier kriegen wir Werkzeug. Ah, das ist das Eisengitter. Ah, okay. Irgendwo fehlt trotzdem noch ein zweiter Schalter. ETF. Ja, was wir eigentlich nicht machen sollten, Marke. Ja, irgendwo in irgendeiner Kiste, ich glaube eine Kiste war sogar leer, wo ich gerade geguckt hatte, deswegen, dass dann da ein Hebel fehlt. Dann komm, auf geht's. Die dürfen wir abhauen. Ja? Die Sachen du hast dürfen wir jetzt weghauen. Ja. So. Kisten dürfen ab jetzt mit auf Obsidian platziert werden. Okay. Schalter auf der Pyramide zu finden. Hä? Schalter ist auf der Pyramide zu finden. Außerdem verändert, gecraftet und abgeworfen. Kisten dürfen jetzt auf Obsidian platziert werden, außerdem verändert, gecraftet und abgebaut werden. Schalter auf der Pyramide zu finden. Nö. Oh je. Weißt du, sinnvoll, wenn du sie nach oben ausgehen lässt? Wie soll ich sie denn platzieren? Nach unten geht doch schlecht. Weiß nicht. Wenn du es nach unten hinkriegst, dann schicke ich den Keks. Aber auf der Pyramide ist noch was. Aber jetzt darf auch Sachen gecraftet werden. Lass mal einen Checkpoint markieren. Hä? Steht auf dem Schild, das hast du ein Schild, ein Schalter? Nein. Schalter ist auf der Pyramide zu finden, aber auf der Pyramide ist nichts. Hä? Sollen wir da hochkommen? Doch, ranken. Hä? Boah, Alter, ist mir jetzt egal. Komisch. Ja, wir dürfen aber jetzt auch craften, von daher, wir hätten ja jetzt eh. Darf jetzt alles verändert werden. Ja, das heißt ja jetzt, die Sachen werden. Oh, das ist der Hebel hier aus der Kiste. Das kann auch sein, eigentlich, Vince. Ich nehme besser, ich habe mir einfach eingegeben. Ja. Okay, die müssen echt andersrum hin, die Pistons, aber ja, ich die gerade noch andersrum. Dazu muss ich mich leider etwas nach unten bauen im Boden. Man kann die sonst nicht platzieren, das geht nicht, ne? Ja, aber was soll das bringen?
blicke ich noch nicht ganz, ehrlich gesagt, Ella. Was bringt's nach oben? Was bringt's nach hier? Bringt dir die Richtung was? Alle Richtungen bringt da auch nichts, hä? Doch, das würde was bringen. Warte mal. Bau das nochmal zu hier. Bau mal zu. Wie mach ich? Du bist deppert. Boah, bist du dumm, ey. Guck mal, jetzt haben wir hier Platz. Den haben wir uns ja jetzt real freigeschoben. Wenn wir das jetzt abbauen, können wir hier runter. Doll. Okay, und hier geht's weiter. Ja, richtig. Toll. Oh. Hier ist ein Goldblock. Fällt auf den Treibsand. Wo? Genau auf den Treibsand. Aber hier ist ein Wo? Oh, ist ja eben, man darf alles abbauen, aber hier ist ein Goldblock. Wir dürfen auch craften. Da ist aber kein Redstone hinter. So. Nehmen mit. Bring runter. Okay. Wenn ich diese jetzt ab, jetzt darf alles verändert werden. Aber hier ist was. Oh, oh. Kiste 1 von 2 ist eine Redstone Torch. Hä? Ja. Hier ist noch irgendeine Kiste. Oh, hier sind noch ganz viele Kisten. Hier ist eine Map 26. Was Dragon Egg und zwei Diamond. Oh mein Gott, und eine Map 28. Hey, wo bist du hin? Alles weiter nach unten. Ach da. Moment. So. Mr. Fulci war gestorben. Die Dorfbewohner und Mr. Heng konnten durch dich beikommen. Mr. Fulci konnte den geheimen Ende Perlentrank nicht vollenden. Und die Adventure Map ist zu Ende. Wir hoffen, euch hat unsere Adventure Map gefallen. Falls ihr mehr wissen wollt, geht auf unseren YouTube-Kanal. Klar, könnt ihr. Erstmal so. Props. Erstmal Props. Geile Map. Sehr geile Map. Aber wir drücken hier mal noch zum Abschluss. Hallo? Achso. Toll! Wie geil ist das denn? Auf jeden Fall. Und wir haben ja ein Ender-Egg noch, oder? Also hier kommt, das ist auf jeden Fall geil. Wir haben hier ein Ender-Egg. Wir haben da hier mit Schwerter. Und ich weiß nicht, was ich gerade eingestellt habe. Irgendwie passiert gerade gar nichts mehr. Okay. Der Diamond Schwert hatte ein Ender Egg, ein Dragon Egg. Da, Ender Dragon. Ja. Hier ist eine Tür. Ach ne, hier haben sie nur. Hier hat es was weggehauen. Achso, ja klar. Ja. Also, sehr schöne Adventure Map. Links sind natürlich in der Beschreibung. So wie immer. Wir werden noch ein paar Adventure Maps machen, weil das hat mir doch schon wieder etwas gezeigt, dass Adventure Maps ja doch gut sein können. Können. Mhm, auf jeden Fall. Ja, das fand ich sehr gut und ja, Props und weiter so. Falls ihr noch mehr habt, dann wird auf jeden Fall von Ihnen noch mehr kommen. Von den Menschen, die diese auch gemacht haben. Und ja. Dann würde ich sagen. Nein. Hast du noch was zu sagen? Nö. Ich finde die Map auch richtig geil. Wir werden weiterschauen, dass wir was finden. Auf jeden Fall. Ja. Ja, haut da rein. Bis dann.